Chalet und Bereich sichern. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Mal den Ansagen alleine. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ja, alles. Sind die mich wieder schon verplant? Nee, jetzt kannst du Sledge nicht. Hättest du mich so sagen, welcome back. Was sind deine Fremdsprachen? Hey, halt dich ja zurück mit Echo. Müssen wir uns jetzt mit unseren Spielgewohnheiten zurückhalten? Wegen deiner Aufnahme? Das machst du doch sonst auch nie. Doch, das ist alles mache ich. Auf Band. Ja, merkt man. Was hab ich denn gemacht? Es gibt schon mindestens 300 Folgen, wo du austickst. Ich? Reden wir von mir oder reden wir von Hawkeye? Nee, von Jack. Wann bin ich denn durchgedreht? In den letzten Wochen, Tage, Monate. Spielzimmer ist sauber. Daneben auch. Die haben Kaschle. Rost haben sie, glaube ich, auch. Die haben, glaube ich, auch Vigil oder Mozzi. Ich glaube eher Vigil. Vigil ist frauenfeindlich, ja. Das war aber knapp. Warum? Oben. Ja, hier ist Vigil. 10 Sekunden. Ich markiere mal den Behälter. Einsatz in 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Ja genau, da geht wieder jemand raus. Prost. Immer schön vorlaufen zum Pavillon. Das habe ich aus der Gabschrau gelernt. Ja. Rot, okay. Ah, blöd, ich will mit der Drohne noch was machen können. Ob du blöder Vigil. Capcom haben sie nämlich auch. Okay, Vigil bei der Bibliothek, bei der Treppe. Der rennt meiner Drohne hinterher, der Arsch. Der muss gleich nachladen. Er trifft zum Glück nicht gut. Vielleicht fängt er an zu treffen. Das Capcom, jetzt haben da meine Drohne. Ach, wieso ist denn da... Leute, guckt ja auch mal nach oder so, was ich da mache. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Frost rennt raus und die guckt nicht, ey. Ihr seid doch da nicht schon an dem Fenster. Ich komme hier nicht drüber. Es ist so... Ich habe eine EMP-Granate geworfen. Gleich geht das Licht aus. Chalet ist echt nicht schockdrohnenfreundlich. Dementsprechend auch nicht freundlich für Rollstuhlfahrer. Ich komme mit oben rein, Serafina. Dauert noch ein Stück. Oh, Capcom ist hier irgendwo. Okay, ich guck mal die Treppe hinten runter. Beim Lesezimmer. Ja, das ist Capcom, der hier schießt. Alle in einer Reihe. Schockdrohne eingesetzt. Capcom liegt in dem Gemüse. Bei mir oder wo? Im Esszimmer. Wenn du die Tür vom Haupteingang reinkommst, links. Also nicht direkt links, sondern Richtung Trophäenraum links. Ja, genau, da so unten. Einer rennt bestimmt im Keller rum. Kugelsichere Kamera hat mich. Jetzt Richtung Küche, rechts. Okay.
Serafina, Vorsicht, kannst du Stacheldraht wegmachen? Der ist beim Tisch, ist er der Gegner. Trophäenraum, nee. Trophäenraum. Einfach zur Küche. Küche. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Frost. Nein. Mit Sicherung des Behälters. Ich war geaddert. Sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Trupp getötet. Ja. Es hielt ganz schön lange an. Waren das zwei Minen? Die hatten Aeos, ja. Nutzi, bitte. Jetzt sind wir auch beim Esszimmer. Jetzt könnte man so schön einen mobilen Schild da reinstellen bei der großen Tür von dem Haupteingang, aber nee. Mach doch. Aber nee. Jäger hat eins mit. Echo auch. Und Echo auch. Das ist nicht lustig, wenn du das nicht aufstellen kannst. Das ist lustig. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Wände wurden befestigt! Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Keine Sorge, wir liegen der Granaten. Stacheldraht ist verlegt. Bereite die Nadeln vor. Böses Auge eingesetzt. 10 Sekunden. Setze Willkommensmatte ein. Cool. Böses Auge ist bereit. Beschütze den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Dann eine Etage tiefer. Schnell weg, schnell weg. Böses Auge auf Patrouille. Gewagt, was Frau Frost macht. Vorsicht, Hocke, da ist eine Kameradurchfahrt. Bei der Außenwand. Bei der Luke. Magazinwechsel. Die haben nur ein Schild und wollen mich töten. Hyper, Hyper. Die haben ja gar keine Lust, hier anzukommen. Antistürmer. Die haben den Blitz. Kleine, feine. Mal sehen. Irgendwo geiert hier. Ja, hier im Schlafzimmer. Bei der Bibliothek ist Blitz rot markiert. Unfair, was hier. Ey, geil, hast du die Backe gesehen? Guck mal. Bist du durchs Dach oder was? Moment. Hm. Oh Mann, du hast auch nie Spaß. Mensch, bring doch mal den Blitz um. Blitz wieder rot markiert oben. Hat jetzt die Kamera oben. Gift bereit! Da von unten macht jemand einen Boden auf. Ja, meine Luke ist auch schon offen. Letzter verbleibender Gegner. Ich wurde entdeckt. Ja, ich auch. Hier ist irgendwo eine Kamera. Ich weiß aber nicht wo. Wo ist denn der letzte da? Wird immer noch entdeckt, bestimmt im Gemüse. Ist da jemand, Serafina? Ich finde die Kamera nicht. Eigentlich.
Alter Schroflinde, bist du des Wahnsinns? Mhm. Wir alle. Na, alle. Alle Lebenspunkte hat er. Bestimmt. Keine Ahnung. Okay. Damit die glücklich sind. So schnell konnte ich da nicht gucken. Ich habe auch einfach irgendwas geschrieben. Einfach so irgendwas. Vorher ist getroffen, hat sie mich. Ja. Hat sie Serafina? Getroffen? Ach, die Grippe? Ja, Serafina hat mich getroffen. Nein, gut. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Bist du da geboren, Jack? Ja, klar. Ich will gar nichts Böses finden, ich will bloß Kameras kaputt machen. Jetzt kommt jemand hoch. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Da stapft jemand. Keine Granate unten reinwerfen. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ich gehe eh wieder woanders rein, da wo ich Matten finde. Ach, Maestro haben sie noch, oder wenn ich mich nicht verguckt habe. 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter. Den Strom könnte ich auch kaputt machen unten, wenn die keinen Störsender haben. Setze Sprenggranate ein. Wenn die Granate nicht klappen sollte. Ja, mach erstmal deinen. Ja, dafür bist du ja zuständig. Das kannst du. Deck, du hast mir 5 HP abgezogen! Nein! Puh. Also, Kite oder Bandit krieg ich, wenn da kein Stachel da drin ist. Wer ist denn eigentlich Termit? Ach, Serafina, okay. Was ist denn? Willst du aus die Granate probieren, Hocker, oder willst du. Nee, mach ich. Okay, ich fahr vor, als ja, nicht meine Drohne zu ballern. Achso, den haben wir auch noch. Ich schreib's mal gucken, ob er in der Zwischenzeit kommt. Ah, ist ein Störsender, scheiße. Hä? Ja, ich sehe den. Hier ist ein Störsender. Meine Granate bitte reinwerfen. Warum brauchst du denn die EMP, Seraphine? Weil wir hier rein. Im Gebäude. Ja, schlimm. Naja, weil sie vielleicht tot ist. Kick den von hier aus nicht rein. Dann können wir hier nicht reingehen, Hawkeye. Kannst du knicken? Ja, macht schon Zeit, ja. Gut. Na, jetzt kommen wir nicht mehr rein. Hat mich erwischt. Ich kann hell sehen. Na, jetzt haben wir kein. Ja, haben nichts mehr zum Aufmachen. Wir kommen nicht mehr rein. Ja. Spielzimmer, würde ich sagen. Spielzimmer. Ja, da. Gut. Nicht, dass du noch Schrottfindenliebhaber wirst. Aber warum hast du den 5 HP verloren? Vor allem, die hat noch viel Blitzmutz, aber warum hast du das nicht? Weil du auf mich geschossen hast mit deiner... Störsendermann hinten, Spielzimmertreppe. Spielzimmertreppe, ja, Störsendermann. Geschossklöns da. Tut mir leid, das war einfach sehen. Guck mal, wie du verstärkt. Ich guck die Treppe gleich runter. Ah, oh, was? Ich glaub, die haben einer vom eigenen. Ah, Grabschfrau ist in der Küche. Okay. Ach, da liegt der Arsch. Das war keine Kiste. Ich hab nochmal kurz nach oben gehorcht. Die 5 Lebenspunkte hätten Serafina vielleicht gerettet. Ja, mal kann man ja rum, weil Bibliothek. Jack zusammenreißen. Warum? Na, warum, Sophia? Ja, was ist denn mit Sophia? Granate? Ja, erzähl weiter, ich bin ganz ohr. Hm. Ich wollte doch in Objektefrau. Ich bin da gestorben. Du hast mich vorne an dem Lagerfeuer oder was? Das war schon eine mitgegeben. Es tut mir leid. Das ist eine ehrliche Entschuldigung von mir. Kannst du mir nochmal verzeihen? Gerade so. Da hörst du es, MG. Hier kann doch verziehen werden. Abgelehnt. Bei Hochgeld ist alles den was anderes. Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Ich spiele meinen Joker.
cool. Ich werfe den Krieger. Ich sorge für Ablenkung. Warum selber machen, was Roboter besser hinbekommen? Willkommen ins Haus. Es ist platziert und einsatzbereit. Befestigt! Fünf Sekunden. In diesem Bereich. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Alle Außenkameras kaputt. Barrikade steht! Hauptgang. Ich hab nicht mehr getroffen. Ich glaube, die haben Sophia. Das ist Sophia oder Capitao? Capitao ist das. Eine ist bei Gong. Bei Gong ist einer. Also großer bei Gong. Capitao ist das. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt. Türmark bei Gong. Kann auch noch Tür am Fenster. Wer ist am Fenster? Kamera. Okay. Blend. Ich guck die Tür. Der Mike kommt hoch. Er ist schon oben, okay. Ja. Au. Trifft fast. Der Mike ist gepinkt. Fenster, Leiter, MG. Blend. Oh, Mann. Ist jetzt oben, hab's. Teamgerät zerstört. Drohne habe ich. Hast du deine Mine aufs Fensterbrett gelegt? Termit, ja. Gelber Ping macht auf. Nee, der ist raus. Der ist jetzt an die Blumenkübel. Happa. Und einer sitzt in der Matte drin. Capitao, so wie es aussieht. Dann ist das der Stell den gerade auf. Ja, er holt ihn jetzt. Ja. Ich hab's stark angeschossen. Was machen? Er hat ihn gerade aufgeschossen. Termit ist fast tot. Hol ihn! Ja, aber trotzdem. Marei ist kaputt. Lag noch an der Matte, der letzte, bevor ich gestorben bin. Eine ist er nicht mehr. Ja, beide stehen rot markiert. Haben beide nicht mehr viel. Ruhe. Kamera kaputt. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Nur noch ein Gegner übrig. Gut. Schalldämpfer drauf. Alle Gegner eliminiert. Das Ding hat automatisch Schalldämpfer. Dass du das nicht hörst. Das ist Tipp. Mach drei Schrotflinten. Hast du schon 20, oder? Erst 4. Hast du meine Mine am Fenster zerschossen? Ja, die lag auf dem Fensterbrett, ne? Ja. Hab mich schon gewundert, was soll denn da gewesen sein? Extra dahin gegangen. Hab einen Gegner dafür erwischt. Den Raum sichern. Okay, kannst du hier aufmachen am gelben Ping? Was? Gelber Ping aufmachen. Genau davor stehen, genau. Danke. Macht jemand die Luke zu? Das klingt so. Das ist verstärkt! Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden.
genau an. Ah, okay, du machst zu. Weinkellerdrohne. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Beim Lagerfeuer ist jemand? Nee. Ja, Maverick haben sie, Maverick haben sie. Ist nicht schön, ich sehe es. Ach komm, Alter, ja, geh doch weg da, Mann. Serafina, Vorsicht, die Spielzimmertreppe. Da könnte jemand runterkommen, wenn du da durch die Tür gucken willst. Maverick hat weniger als die Hälfte. Mhm. Er brennt weiter auf. Serafina, kannst du am gelben Ping bitte mal zumachen? Maverick, gut. Also das Holz, hier die Tür, meine ich. Wenn du was zum Verstärken hast, dann auch. So. Jetzt kommt da jemand an. Ja. Finger. Deswegen wollte ich dazu haben. Damit er sich verrät, der Gegner. Denn wir können jetzt auch die Spielzimmertreppe runter. Nein! Hat er gerade nachgeladen. War da ein Nachladegeräusch. Mission gescheitert. Jetzt so Frostel. Der Plan war gut. Sich nicht in die an die Wand stellen, wo man von der Tür Spielzimmer runter mich sehen kann, nach hinten absichern und trotzdem mit dem Mira-Fenster auf die Garage gucken können. Ja, wenn es geklappt hätte. Theorie und Praxis, ne? Aber beim nächsten Mal klappt es vielleicht besser und bis dahin macht's gut und tschüss.